Geschätzte Kolleginnen, liebe Kollegen, Arbeitskräftemangel, Arbeitsverdichtung, Dienstplanunsicherheit, keine Planbarkeit, Arbeiten an Tagesrandzeiten, Wechseldienste, keine Freizeit, Überstunden. Das sind alles Dinge, die in Wirklichkeit bei diesem Leitantrag abgebildet werden und die sind die Realitäten. Willkommen im Tourismus. Mit diesen Realitäten sind wir im Tourismus konfrontiert. Sonntags arbeiten ist für uns ganz normal. Auch das ist von meiner Seite hier zutiefst zu unterstützen, dass man die Bedürfnisse der Menschen sieht und auf diese eingeht. Und ich möchte halt einen Punkt herausgreifen in diesem Leitantrag, wo man wieder ganz deutlich zeigt, dass man Zukunftsentwicklungen ganz einfach auch versucht zu beeinflussen aus gewerkschaftlicher Sicht. Das sind die verschiedenen Arbeitsformen, mit denen wir im Tourismus auch konfrontiert sind. Arbeitgeberzusammenschlüsse, da gibt es ja ein Modell, das in Frankreich sehr gut funktioniert. Was bedeutet das? Da sind Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht bei einem Arbeitgeber nicht eine 40-stündige Beschäftigung über das ganze Jahr finden. Was gibt es dann für eine Entwicklung? Sie versuchen über verschiedene Betriebe einer ganzjährigen Beschäftigung nachzukommen. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Die Menschen haben Arbeit und Vollzeitbeschäftigung. Langfristige Beschäftigung, es belebt auch die Beschäftigung im ländlichen Raum. Ihr seht, das ist auch eine Chance, auch wenn diese Entwicklung auf uns zukommt. Die Frage ist, wie regelt man das dann? Werden diese Beschäftigungsverhältnisse so geregelt, dass Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträge und kollektivvertragliche Regelungen auch greifen? Und das ist das, was dann funktionieren muss. Das ist das, was unsere Kolleginnen und Kollegen dann von uns da draußen erwarten, dass das geregelt wird, weil sie werden diese Situation nicht ändern können. Diese Situation ist die Realität. Zwölf Stunden Tag. Die keiner mag, kämpfen die wir dagegen an. Glück auf!